darf ich Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern bei ZF, herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Laura Späth und mich haben Sie bereits am vergangenen Freitag bei unserer ersten Session Info Day Goes Digital sowie der zweiten Session über das kaufmännische und technische DH-Studium kennengelernt. Die Startseite, die Sie die letzten Minuten bereits gesehen haben, spiegelt optimal das heutige Thema wider. In der nächsten ungefähr einen Stunde dreht sich alles um den IT-Ausbildungsberuf Fachinformatiker sowie die Informatik-dualen Studiengänge am Standort hier in Friedrichshafen. Ich gebe Ihnen hierzu kurz einen Überblick, bevor wir mit dem Programm starten. Dazu schalten wir zur Präsentation. Wir bieten die IT-Studiengänge Wirtschaftsinformatik mit den Fachrichtungen Data Science und Business Engineering an, sowie den Studiengang Informatik mit der Fachrichtung Mobile Informatik, Informationstechnik oder IT Security, sowie den Ausbildungsberuf des Fachinformatikers mit den Fachrichtungen Digitale Vernetzung, Anwendungsentwicklung und Daten- und Prozessanalyse. Bevor wir mit der detaillierten Vorstellung der einzelnen Ausbildungsberufe starten, möchte ich Ihnen kurz die Fragenfunktion erklären. Sie haben sicher schon am Rand Ihres Browserfensters das Eingabefeld für Fragen entdeckt. Diese Fragenfunktion können Sie während der ganzen Veranstaltung nutzen und direkt Fragen an uns stellen. Wir bündeln diese Fragen und beantworten sie am Ende der Vorstellung der einzelnen Berufe. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Das sind unsere Fachinformatiker. Weshalb ich hier stehe und gleich die Azubis vor die Kamera bitte, die die Berufe näher vorstellen, liegt daran, dass ich auch die Ausbilderin für den Beruf des Fachinformatikers hier am Standort in Friedrichshafen bin. Die Inhalte der Ausbildungsberufe werden Ihnen nun aber die zwei Azubis, Dominik und Niklas, näher bringen. Darf ich euch zwei direkt vor die Kamera bitten? Hi zusammen, ich bin der Dominik und ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung und bin derzeit mit dem ersten Lehrjahr. Hi, ich bin der Niklas. Ich bin einer von vier Fachinformatikern, die jetzt ab September ins dritte Lehrjahr kommen. Ja, wir sind aufgeteilt in zwei Anwendungsentwicklern und zwei Systemintegratoren mit Blickpunkt auf die digitale Vernetzung. Ich selber bin auch Systemintegrator. Und ja, ich muss jetzt gleich mal am Anfang anmerken, dass es den Systemintegrator als Ausbildungsberuf bei der ZF so nicht mehr gibt. Der wurde jetzt durch die digitale Vernetzung ersetzt. Und wir stellen euch heute die Ausbildung zum Fachinformatiker vor. Genau, dann sage ich jetzt erstmal was zum Schulischen. Also um sich bei der ZF, um so eine Ausbildungsstelle zu bewerben, braucht man mindestens einen guten Realschulabschluss oder besser. Genau, die schulische Ausbildungszeit beträgt circa 3 Jahre. Diese kann aber auch durch gute schulische Leistungen auf 2,5 Jahre verkürzt werden. Ja, die Hauptfächer sind Systeme und Anwendungsentwicklung, also kurz SAE. Hier werden Themen wie HTML, CSS, Java sowie SQL behandelt. Dann gibt es noch die System- und Informationstechnik, kurz ITS, sowie BWL. Zu den Nebenfächern zählen Gemeinschaftskunde, Wirtschaftskompetenz, Englisch, Deutsch sowie Religion. Ja, und dann zusätzlich noch im ersten sowie im zweiten Lehrjahr gibt es dann noch jeweils eine Projektwoche, in der die Hauptfächer BWL, ITS und SAE behandelt werden, dass man sich das besser vorstellen kann. Es gibt zum Beispiel eine Aufgabe, erstellen Sie ein Rechnernetz bestehend aus Routern, Switchen und Rechnern und entwickeln Sie für dieses Rechnernetz sogar noch eine Website. Ja, und bevor man dann das praktisch dann umsetzt, muss man erstmal eine Zeitplanung erstellen, sowie eine Ressourcenplanung. Dann geht man zum praktischen Teil über und wenn man den fertig hat, erstellt man dann noch eine Dokumentation, die auch bewertet wird. Als wir mit der Ausbildung angefangen haben, arbeiteten wir nicht im Ausbildungszentrum, sondern direkt im Werk. Wir wurden jeweils einer Abteilung bzw. einem Team zugeordnet. Für immer bleibt man aber nicht in einer Abteilung. Wir wechselten jeweils alle 3 bis 6 Monate die Abteilung und eventuell auch das Werk. Mal arbeitet man im ersten Werk, im zweiten oder auch mal im Forum. Derzeit arbeite ich in der Abteilung IT Innovations. Diese beschäftigt sich mit den verschiedensten Informatikthemen wie Quantencomputer oder künstliche Intelligenz. Dazu entwickelt die Abteilung gezielt Software, um die ZF-Informatik effizienter zu gestalten. Bis jetzt habe ich in der Abteilung eine webbasierte Software programmiert, auf welche man verschiedene Strecken anzeigen lassen kann. Man kennt ja beispielsweise Google Maps. Man kann sich dort Strecken anzeigen lassen, von beispielsweise Ravensburg bis Friedrichshafen. Mit meiner Software, die ich programmiert habe, lassen sich auch solche Strecken anzeigen oder auch selber Strecken erstellen.
Diese Software habe ich mit Hilfe von HTML, CSS und JavaScript entwickelt. Wem diese Begriffe jetzt nicht sagen, ist kein Problem, das lernt man alles auch während der Ausbildung. HTML ist eine Struktursprache, in welcher ich die Website strukturiere. Also ich erstelle Texte, Bilder, Tabellen und kann bestimmen, wo bzw. wann sich diese Bilder befinden werden. Dann gibt es einmal CSS, dies ist eine Stylesheet-Sprache, also alles, was mit dem Stylen zu tun hat. Mit der Sprache lässt sich das ganze Aussehen bestimmen. Dann gibt es noch JavaScript, dies ist eine Programmiersprache, welche für die Logik zuständig ist. Wie man auch hier auf der Präsentation sieht, sieht man so einen Beispielcode. Beispielsweise, wenn ich auf einen blauen Button klicke auf meiner Website, sollen alle Strecken angezeigt werden. Das Ganze macht JavaScript im Hintergrund. Parallel zur Software haben wir dann auch Meetings, bei denen man sich dann zusammen hinsetzt und die derzeitige Situation bespricht. Also wie weit ist die Software, wo sind die letzten Fehlerbogen etc. Als Anwendungsentwickler entwickeln wir aber nicht nur Software oder entwickeln sie weiter, sondern nutzen auch schon fertige Software. Für Datenbanken nutzen wir beispielsweise Microsoft Access. Gearbeitet wird auch ausschließlich mit Windows, wobei es auch manchmal dazu kommt, dass Linux benutzt wird. Für die entwickelte Software, die ich vorhin erklärt habe und vorgestellt habe, habe ich einen Linux-Server eingerichtet und so konfiguriert, dass dieser Daten empfangen und senden kann. Beispielsweise kann ich eine Strecke dem Server schicken, dann speichert dieser Server diese Strecke und ich kann sie dann später wieder downloaden vom Server. Das war's mit der Anwendungsentwicklung. Nun erklärt Niklas euch die Fachrichtung Systemintegration. Genau, und ich möchte euch jetzt eine Abteilung vorstellen, die ich selber schon in meiner Ausbildung durchlaufen habe und welche vielleicht sogar meine Übernahmeabteilung wird. Der Name der Abteilung ist die IT-nahe Instandhaltung. Diese befindet sich im Werk 2 in der Produktion. Hierbei muss ich aber gleich sagen, dass wir nicht wie Zerspannungsmechaniker im Blaumann und mit Sicherheitsschuhen die ganze Zeit an den Maschinen sind. So ist nicht. Wir haben unser eigenes Büro, wir haben unseren eigenen Arbeitsplatz und wir werden immer erst gerufen und gehen dann zu den Maschinen. Genau, also wie der Name schon sagt, beschäftigt sich die Abteilung mit der Betreuung der IT-Systeme an den Maschinen. Und hierbei gibt es eigentlich auch ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld. Ich möchte euch aber jetzt erstmal die drei wichtigsten Aufgaben erklären. Die erste Aufgabe wäre zum Beispiel die Datensicherung. Das kann man sich so vorstellen, also man hat eine Maschine. Auf dieser Maschine läuft immer ein Programm, wie zum Beispiel eins, wo ein Gehäuse gefertigt wird. Wenn jetzt aber ein Auftrag reinkommt, wo man eine Woche lang ein anderes Gehäuse produzieren muss, braucht man ein anderes Programm. Dazu muss aber auch das alte wieder gesichert werden. Wenn das der Fall ist, werden wir gerufen. Wir holen dann die Sicherung runter und gehen dann wieder. Genau. Dann gibt es noch die Einbindung der Maschinen ins Produktionsnetz. Also wenn man eine neue Maschine bekommt, ist es nicht so, wie sich mancher vielleicht vorstellt. Ja, einfach in den Strom einstecken und gut ist. So ist nicht. Da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, wie zum Beispiel die verschiedenen Routern konfigurieren, dass die miteinander kommunizieren können. Man muss auch die MAC-Adresse im Netz hinterlegen, weil sonst wird die Maschine gar nicht akzeptiert und funktioniert auch nicht. Der letzte Punkt wäre dann noch die Wartung der Maschinen. Also wenn jetzt ein Meister von der Maschine bemerkt, ja, die funktioniert eigentlich nicht mehr so, wie sie sollte, erstellt er ein Ticket, wir sehen das dann und gehen dann an die Maschine hin und gucken erstmal, ob es vielleicht durch einen Neustart schon wieder funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, schauen wir mal, ob wir eine Datensicherung haben, die ungefähr das gleiche Programm drauf hat, die Maschine aktuell besitzt. Wenn wir das haben, spielen wir sie drauf, schauen, geht's oder geht's nicht. Wenn das nicht der Fall ist, schauen wir mal auf die Hardware. Genau, und so Schritt für Schritt kommen wir dann der Lösung immer näher, bis wir sie dann haben. Sobald man mit der Ausbildung fertig ist, kann man dann auch ein Studium oder nach einigen Berufsjahren einen Techniker anhängen. Hier seht ihr beispielsweise einen Beispielcode, ein Java-Beispielcode, der an der ZF angelehnt ist. Dieser besagt, wenn man Interesse an der IT hat, man praxisorientiert und abwechslungsreiche Aufgaben sucht und spannende und zukunftsorientierte Projekte mitgestalten möchte und arbeiten möchte, dann sollte man sich unbedingt bei der ZF bewerben. Das war es mit der Ausbildung zum Fachinformatiker. Falls ihr noch Fragen habt, gerne einfach in den Chat schreiben und wir werden diese beantworten. Ja, super, vielen Dank. Vielen Dank, Niklas. Vielen Dank, Dominik.
So viel zu den Ausbildungsberufen im IT-Bereich. Durch das Programm der dualen Studiengänge im Bereich Informatik wird sie Roman Werner führen, weshalb ich nun direkt das Wort an ihn übergebe. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Späth, für die Anmoderation. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Roman Werner. Ich bin dualer Student im ersten Studienjahr in der Fachrichtung IT Security und werde Sie heute durch die IT-Studiengänge bei ZF führen. Bevor wir mit den IT-Studiengängen gleich starten werden, darf ich Ihnen zuvor unsere Ausbilderin Frau Renz vorstellen. Bitte sehr, Frau Renz. Danke, Roman. Hallo zusammen. Mein Name ist Annette Renz und ich bin die Betreuerin der dualen Hochschulstudiengänge Wirtschaftsinformatik und Informatik, die wir heute vorgestellt bekommen. Ich war letzte Woche schon hier und deshalb, weil ich auch die International Business Studenten betreue und die BWL Industriestudenten. Bin außerdem verantwortlich für die komplette Auswahl am Standort Friedrichshafen aller dualen Hochschulstudenten. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen nachher und auf das, was unsere Studenten uns heute zeigen. Vielen Dank. Viel Spaß. Danke. Vielen Dank, Frau Renz. Damit fangen wir auch direkt an mit dem ersten Studiengang. Hierzu darf ich Julia und Peter begrüßen. Julia ist ebenfalls mit mir ins duale Studium 2019 gestartet. Peter bereits ein Jahr zuvor. Sie werden nun Ihren Studiengang der Wirtschaftsinformatik vorstellen mit den zwei Schwerpunkten Business Engineering und Data Science. Wie bereits zu Beginn erwähnt, können Sie mithilfe der Chatfunktion jederzeit anonym Fragen stellen. Jetzt aber zu euch. Danke, Roman. Also, ich bin Julia. Und ich bin Peter. Und wir studieren, wie es Roman gerade schon gesagt hat, beide Wirtschaftsinformatik. Was man jetzt gleich vorneweg sagen kann, wir studieren in unterschiedlichen Fachrichtungen. Ich studiere Data Science und Peter Business Engineering. Und da ist der Unterschied, dass sich einfach Data Science noch mehr mit dem Thema Big Data beschäftigt und wie man Daten verarbeitet und Daten darstellt und Business Engineering eher allgemein gehalten wird. Im Folgenden gebe ich euch jetzt mal einen Überblick, wie so ein Studium des Wirtschaftsinformatikers bei ZF abläuft. Also die ersten 1 bis 2 Praxisphasen werden von der Ausbilderin eingeteilt. Da man da noch keine Ahnung von den Abteilungen in der ZF hat, man sich ja komplett neu. Danach ist man selber dafür verantwortlich, sich eine eigene Praxisphase zu organisieren. Man kann also nach seinen eigenen Interessen auswählen. Es läuft so ab, dass man sich umhört, was für Abteilungen es gibt, was man selber interessant findet. Und so bildet man dann eine Verbindung zu einer Abteilung, telefoniert mit jemand aus der Abteilung und so kommt es dann zustande, dass man eine Abteilung für seine nächste Praxisphase findet. Man wird jetzt aber nicht komplett allein gelassen, sondern die Ausbilderin hilft einem da auch dabei. Bei der ZF gibt es eine riesige Auswahl an Abteilungen. Gerade für Wirtschaftsinformatiker ist die Auswahl echt riesig. Wir stellen euch jetzt mal beispielsweise ein paar Abteilungen vor, in denen wir beide schon drin waren. Genau, also meine erste Abteilung war die interne App-Entwicklung in der ZF, also Apps, die für ZF-Mitarbeiter gemacht werden. Da gab es zum Beispiel die Shuttlebus-App, die hat Medina auch schon letzte Woche vorgestellt, wer da schon da war. Das ist quasi eine App wie die Deutsche Bahn-App, man gibt seinen Standort ein, wo man hin möchte, die Uhrzeit und dann spuckt die einem quasi die Daten aus, wann das nächste Shuttle fährt hier in Friedrichshafen. Das ist natürlich ziemlich nützlich, weil ZF ist in Friedrichshafen überall verteilt und man muss oft zum Beispiel von Werk 1 ins Werk 2 kommen oder ins Forum oder ins Ausbildungszentrum. Dafür braucht man die App einfach. Des Weiteren gibt es zum Beispiel auch noch die Assessment Center App, die werden vielleicht auch manche von euch dann im Assessment Center sehen. Die haben wir zusammen mit Frau Renz erstellt, auch mit den dualen Studenten, wo in der Abteilung bei Frau Renz manchmal vor Ort sind. So habe ich dann zum Beispiel mit einer BWL-Industriestudentin zusammen ein Video erstellt, wo man die Assessment Center App richtig benutzen kann. Und die Abteilung ist auch noch für Use Your Own Device zuständig, also für die mobilen Endgeräte, die die ZF-Mitarbeiter benutzen, also zum Beispiel Tablets oder Handys, wo sie von ZF aus haben. Heißt, die Abteilung bearbeitet Tickets, wo die bekommen und Tickets entstehen, wenn irgendjemand Probleme hat mit seinem Gerät und dann versuchen die Mitarbeiter in der Abteilung das Problem zu lösen. Meine Hauptaufgabe in der Abteilung war es, den Testkatalog zu führen. Also die App zu testen und wirklich komplett durchzuglücken, versuchen Bugs zu finden. Bugs sind Fehler. Dann würde ich versuchen, quasi die App zum Abstürzen zu bringen. Und jetzt seht ihr hier auch auf einem Bild, wenn ich dann einen Fehler gefunden habe, habe ich das den Entwicklern weitergegeben. Und hier seht ihr mal so einen Programmcode, wie das ausschaut in so einer App. Und die haben mit Hot Reload gearbeitet. Das stellt quasi dar, dass man was im Code ändert sich auch gleich was auf dem mobilen Endgerät, man sieht das quasi, also man sieht jetzt hier auf das Bild von einem Bus eingefügt und jetzt im nächsten Bild sieht man, das sind quasi Einstellungen eingefügt
Und wenn man jetzt noch eins weiter geht, sieht man auch, dass die Farbe geändert wurde auf Highlight. Also Highlight ist eine ZF-interne rote Farbe, die quasi ja für ein Highlight steht. Außerdem hatte ich auch kleinere Aufgaben, eben mit der Azubi-Kollegin, mit der ich in der Abteilung war. Wir haben zum Beispiel App-Beschreibungen für den ZF-App-Store geschrieben oder auch mal was ganz anderes, zum Beispiel ein Button-Design. Und was auch noch spannend war an der Abteilung, das ist eine internationale Abteilung, heißt ein Kollege sitzt in den USA, andere in Ungarn und noch einer in Norddeutschland. Deswegen waren alle Meetings und auch fast alle Unterlagen in Englisch und auch alle Meetings online. Ich hatte dann auch gleich einen Bezug zu meiner zweiten Theoriephase, und zwar zu der Scrum-Methode. Das ist eine Methode aus dem Projektmanagement und nach der hat die Abteilung auch gearbeitet. Und da seht ihr jetzt hier auch mal ein kurzes Bild. Das ist ein Kanban-Board in Jira. Jira ist eine Webanwendung. Und ihr seht hier einfach, dass auf einem Kanban-Board gezeigt wird, wer ist für eine Aufgabe zuständig, welchen Status hat die Aufgabe und somit hat man da halt einfach einen schnellen Überblick. Genau. So, die Julia hat euch jetzt mal einen Einblick in die IT-Abteilung gegeben. Jetzt gebe ich euch mal einen in der BWL-Abteilung. Meine letzte Abteilung war das R&D-Controlling, also das Research and Development-Controlling, das heißt auf Deutsch Forschungs- und Entwicklungs-Controlling. Ich hatte da zwei größere Aufgaben und viele kleine Aufgaben. Eine der großen Aufgaben war eine Nutzwertanalyse für IT-Projekte. Da bei einer Nutzwertanalyse geht es darum, dass ich den Nutzen und die Kosten gegeneinander rechne auf eine bestimmte Laufzeit und dann schaue, ob sich das Projekt lohnt oder ob sich das Projekt nicht lohnt. Also ein Beispiel für Kosten wären von der neuen Software wären zum Beispiel die Lizenzkosten, die ich pro Monat zahle. Ein Beispiel für Nutzen ist die Stunden, die ich pro Monat einspare durch die neue Software. Die andere Hauptaufgabe war es, einen Report zu erstellen. Beim Report geht es darum, dass ich erst Daten ich sammle Daten aus verschiedenen Quellen, bereite die Daten auf und visualisiere sie dann. Durch die visualisierten Daten habe ich einen viel besseren Einblick auf die Daten und kann neue Erkenntnisse dann aus denen gewinnen. Dann bei den kleineren Tätigkeiten unterstützt man oft die Mitarbeiter in der Abteilung direkt in ihren täglichen Aufgaben. Dadurch bekommt man echt einen super Einblick, was die eigentlich so einen ganzen Tag machen überhaupt in der Abteilung. Das ist echt immer sehr interessant. Dann eine andere Abteilung, das war eine Schnittstellenabteilung zwischen BWL und IT, hätte ich jetzt gesagt. Das war die Digitalisierung in der Ausbildung. Dann ging es dann darum, mal schon dazu bis zu schulen, zum Beispiel in Office 365 oder auch im Intranet. Eine andere Aufgabe dort war die Einführung der mobilen Instandhaltung. Da ging es darum, dass die bisherigen Papierlisten an den Maschinen im Ausbildungszentrum durch QR-Codes ersetzt werden, die ich dann einfach mit dem iPad abscannen kann und die Listen digital ausfüllen kann. Ja. Genau, und jetzt bin ich zurzeit im Aftermarket Controlling, heißt ein Riesenunterschied zu meiner ersten Abteilung, weil es hier wirklich eigentlich eine reine BWL-Abteilung ist. Ich bin jetzt im IT-Innovation-Team. Wie man schon hört, das ist eine IT-Abteilung. Die Abteilung ist auch sehr fortschrittlich. Da geht es dann darum, für die ZF neue Software zu finden, um die ZF weiter voranzubringen. Genau, und wie ihr jetzt an unserer Vorstellung schon gesehen habt, hat man als dualer Student wirklich einen richtig guten Einblick in die Praxis und ist total integriert in die Abteilung und muss nicht irgendwelche langweiligen Jobs machen, wie irgendwie nur Sachen ausdrucken oder einen Kaffee holen. Und was auch noch spannend ist, als dualer Student muss man in zwei Abteilungen eine Projektarbeit schreiben. Also ich schreibe jetzt gerade meine erste Projektarbeit, die T1000, und Peter schreibt seine zweite Projektarbeit schon. Meine Projektarbeit geht um das Thema Logistik-Cockpit, also schon Report, also ein Bericht über Logistik-Kennzahlen, und den soll man quasi automatisiert darstellen. Ich habe jetzt auch schon von meiner Abteilung direkt Unterstützung bekommen, also mein Abteilungsleiter und ein Kollege von mir, wir haben zusammen schon ein Konzept erarbeitet, wie wir vorgehen in der Projektarbeit, also man wird auch wirklich von der ZF in solchen Dingen unterstützt. Ich habe meine erste Projektarbeit im zweiten Semester geschrieben über die mobile Instandhaltung, die ich vorher schon angesprochen habe, und ich bin jetzt gerade an meiner zweiten Projektarbeit, die geht über ein Process Mining Pilotprojekt. Bei Process Mining geht es darum, dass man Prozesse zum Beispiel effizienter macht, indem man sie darstellt, indem man alle IT-Daten sammelt vom Prozess. Dann erkennt man, wie der Prozess verschieden von manchen so ausgeführt wird, von manchen so, und wie man es besser gestalten kann, den Prozess. Jetzt machen wir auch schon weiter mit den Theoriesemestern. Bei Wirtschaftsinformatik ist es so, dass man immer 3 Monate Theorie und dann 3 Monate Praxis hat. Also es kann auch andersrum sein, je nachdem, in welcher Phase man anfängt. Die Vorlesungen finden in Ravensburg statt, mitten am Marienplatz, direkt neben Kino in Ravensburg mittendrin. Das hat natürlich viele Vorteile, wo das mit sich bringt. Die zentrale Lage, also zum einen ist die Kantine von der DHBW gleich in dem Wirtschaftsinformatikgebäude. Und sonst, wenn man das Essen jetzt nicht unbedingt möchte, kann man natürlich auch sonst überall in der Innenstadt von Ravensburg
Essen, die eben auch sehr schön ist, die Innenstadt, und man kann auch abends sehr gut weggehen als Student. Was auch noch an der DHBW recht positiv ist, dass die Kurse in festen Teilnehmerzahlen sind, also 20 bis 40 Leute. Ich bin jetzt in einem Kurs mit 20 Menschen, Peter mit 40 Kommilitonen. Und es hat halt gegen eine Uni, in denen mehrere hundert Leute im Hörsaal sitzen, den Vorteil, dass man einfach das individuell aus die Vorlesungen, dass man sich schneller kennenlernt. Es hat irgendwie auch einen gewissen Lernvorteil, weil man einfach mehr Bezug zum Dozenten bekommt. Des Weiteren sind die Kursräume top ausgestattet. Also bei Wirtschaftsinformatik hat jeder einen eigenen Laptop am Platz. Und die Dozenten stammen auch meistens aus der Praxis, also entweder von SAP oder auch mal von ZF sind mir im Jahrgang recht viele, also wirklich auch von großen Unternehmen, und die haben doch Ahnung und bringen wirklich Themen von der Praxis mit ein. Bei uns im Studiengang gibt es sehr viele unterschiedliche Vorlesungen, also es geht von VWL über Finanzbuchführung bis zu Programmierung und Data Visualization. Und mit den Prüfungen läuft es bei uns so ab, dass wir entweder klassische Prüfungen haben, also schriftliche, oder eben auch die moderne Form von einer Portfolioprüfung, also in Einzelarbeiten und auch mal in einer Gruppenarbeit, dass man irgendwie ein Spiel erstellen muss oder eine Präsentation erstellen muss oder auch mal einen Text schreiben muss. Wir sind jetzt auch schon am Ende von unserem Part über den Studiengang. Hier seht ihr jetzt auch gleich noch Pseudocode über unseren Studiengang, wann man sich hier bewerben sollte. Hier sieht man in der If-Schleife, die ist erfüllt, wenn die Begeisterung und die Motivation hoch ist für unseren Studiengang. Und dann sollten Sie sich natürlich sofort bei ZF bewerben. Genau, und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß beim rechtlichen Infoday. Wir freuen uns auf eure Fragen und ganz viel Erfolg bei eurer Bewerbung. Bei ZF. Danke. Recht herzlichen Dank, Julia und Peter, für eure Präsentation. Sehr spannend, was euer Studiengang alles zu bieten hat. Nun möchte ich einen weiteren Studenten vorstellen. Neben mir steht Jonas. Er startete ebenfalls zusammen mit Julia und mir 2019 ins duale Studium. Sein Studiengang ist jedoch die IT, genauer gesagt der Schwerpunkt mobile Informatik. Erzähl doch bitte, was sich hinter dem Studiengang verbirgt. Vielen Dank, Roman. Hallo zusammen, mein Name ist Jonas Mock und ich möchte euch gerne den Studiengang Informatik mit der Fachrichtung mobile Informatik vorstellen. Zunächst einmal kurz zum Ablauf meiner Präsentation. Zu Beginn möchte ich ein bisschen was zu mir erzählen und warum ich mich für das duale Studium entschieden habe. Anschließend werde ich dann auf die Inhalte des Studiengangs eingehen und dessen Schwerpunkte erläutern bzw. ein bisschen über meine bisherigen Erfahrungen in der Theoriephase sprechen. Ja, und zum Schluss möchte ich dann eben noch darauf eingehen, was mir denn bei ZF besonders gut gefällt. Dann beginne ich mit dem ersten Punkt. Ich bin 23 Jahre alt und studiere derzeit Informatik mit dem Schwerpunkt mobile Informatik im ersten Studienjahr, und meine Theoriephasen verbringe ich am Campus Friedrichshafen der Dualen Hochschule Ravensburg. Zuvor habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bei einer anderen Firma abgeschlossen, und nach der Ausbildung habe ich einfach noch mehr Lust darauf gehabt, mich weiterzubilden, um zukünftig einfach noch spannendere Tätigkeiten und Herausforderungen meistern zu können. Und deswegen war für mich klar, dass ich studieren möchte. Und fürs duale Studium habe ich mich vor allem entschieden, weil mir eben dieses duale System sehr gut gefällt, dass man einfach das erlernte Wissen aus der Theoriephase direkt in der Praxis anwenden kann. Ein weiterer Aspekt war für mich noch das finanzielle Thema. Bei einem Vollzeitstudium wäre es mit einer Wohnung und dem Lebensunterhalt wahrscheinlich etwas schwierig geworden ohne Studienkredit. Beim dualen Studium ist das mit der Ausbildungsvergütung etwas entspannter. Dann möchte ich auf die Inhalte des Studiengangs und dessen Schwerpunkte eingehen. Grundlagen wie zum Beispiel die theoretische Informatik, die Digitaltechnik oder auch die Mathematik befinden sich in allen drei Fachrichtungen des Studiengangs Informatik wieder. Man muss dazu sagen, dass diese Grundlagenvorlesungen auch mit anderen Studiengängen zusammen abgehalten werden. Wir bei Mobile Informatik sind aktuell 20 Studenten. Deswegen haben wir noch zusammen mit dem Kurs IT Security unsere Vorlesungen, welche ebenfalls ca. 20 Studenten sind. Bei den Informationstechnikern läuft es ein bisschen anders ab. Die sind insgesamt 60 Studenten und haben daher die meisten Vorlesungen unter sich. Dann komme ich zu den Schwerpunkten der mobilen Informatik. Das wären zum einen die Webtechnologien, Software Engineering sowie Projektmanagement und die Unternehmensführung. Bei den Webtechnologien geht es beispielsweise um die
mobile Datenverarbeitung, mobile Netzwerkarchitekturen oder auch die Verarbeitung von Sensordaten. Darunter zählen zum Beispiel Themen wie Internet der Dinge oder auch Big Data. Beim Software Engineering geht es vor allem um die Architektur von Software, Vorgehensmodelle beim Programmieren sowie Testmethodiken, aber natürlich auch das Managen von Softwareprojekten. Beim Projektmanagement und der Unternehmensführung werden verschiedene Projektvorgehensmodelle erklärt, wie zum Beispiel agile Methoden wie Scrum, was ja in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Des Weiteren erhält man natürlich Wissen im Bereich Management sowie der Qualitätssicherung. Dann möchte ich ein bisschen was zu meinen bisherigen Erfahrungen in der Theoriephase erzählen. Ich persönlich bin seit September 2019 bei der ZF und habe daher bis jetzt zwei Theoriephasen abgeschlossen. Und was ich besonders erwähnenswert finde, ist einfach, dass da sehr viel Wert auf Projektarbeiten gelegt wird, was einem dann als Student auch die Möglichkeit gibt, wirklich die Themen der verschiedenen Vorlesungen miteinander zu kombinieren und auch direkt anzuwenden. In der Web Engineering Vorlesung haben wir beispielsweise gemeinsam im Kurs einen Telegram-Chatbot entwickelt. Und da hatten wir dann eben auch direkt Themen aus der Web Engineering Vorlesung, der Programmieren Vorlesung sowie der Projektmanagement Vorlesung drin. Genau, mein persönliches Resümee nach meiner abgeschlossenen Ausbildung und dem bisherigen Studienjahr ist, dass der zeitliche Aufwand in der Theoriephase auf jeden Fall etwas höher ist als in der Berufsschule. Das merkt man vor allem in den Klausurphasen, wo einfach wirklich innerhalb von 2 Wochen die Klausuren nacheinander geschrieben werden. Da geht es dann einfach auch darum, die ganzen Themen effizient zu lernen, um sie dann einfach wieder in einem kurzen Zeitraum abrufen zu können. Genau, aber ich muss dazu sagen, mit genügend Motivation und Interesse am Studiengang ist das Ganze auf jeden Fall machbar und es macht mir persönlich auch sehr viel Spaß bisher. Dann komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt, was mir denn bei der ZF speziell gut gefällt. Zum einen eben, dass man von Beginn an wirklich selbstständig arbeiten kann und zum anderen, dass man einfach des Öfteren mal aus der Komfortzone rausgeholt wird, um auch einfach die persönliche Weiterentwicklung zu fördern. In der Praxisphase erhält man auch natürlich eine Betreuung. Das spiegelt sich dann auch in regelmäßigen Gesprächen mit den jeweiligen Ansprechpartnern und Betreuern wieder, wo man dann auch einfach oft Feedback bekommt, aber auch lernt, wie man dann Feedback gibt. Mein Hauptargument für die Praxisphase bzw. für ein duales Studium bei ZF ist auf jeden Fall, dass man die Praxisphase individuell gestalten kann nach den eigenen Interessen, was ihr bestimmt auch schon mitbekommen habt. Das habe ich dann direkt auch angewandt in meiner zweiten Praxisphase. Mich haben beispielsweise die Themen Verarbeitung von Sensordaten sowie maschinelle Lernverfahren interessiert. Und daher bin ich jetzt aktuell im Forschungs- und Entwicklungszentrum in einer entsprechenden Abteilung. Und darf dort dann eben auch meine erste Projektarbeit, die T1000, durchführen. Das wäre es soweit von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr die gerne in den Chat stellen. Vielen Dank für die Präsentation über den IT-Studiengang Mobile Informatik. Gerne. ZF bietet noch weitere Schwerpunkte neben der mobilen Informatik an, wie die IT-Security. Dies ist der Studiengang von Amelie und mir. Zuerst möchten wir einen Einblick in die Theoriephasen geben, bevor wir mit den Praxisphasen fortfahren. Damit zu dir, Amelie. Hallo, ich bin die Amelie, wie der Roman gerade schon gesagt hat. Ich studiere IT-Security seit 2019 hier. Und bevor ich jetzt auf die Theoriephase eingehe, würde ich gerne noch was zum ersten Monat bei ZF erzählen. Da das Studium ja offiziell an der DHBW im Oktober beginnt, wir aber schon im September angefangen haben zu arbeiten. Genau. Es liegt eben daran, dass wir im ersten Monat ein paar Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel, wir sind auf eine Einführungswoche gefahren in St. Arbogast, wo wir die anderen Studenten erstmal kennenlernen konnten und auch eine Gemeinschaft gebildet haben. Genau, da gab es dann auch verschiedene Lerneinheiten, wie zum Beispiel Konzepte von Lernmodellen und wie man sich zum Beispiel auch selbst reflektiert. Dann haben wir auch darüber gesprochen, wie wir die Entscheidungen im Team getroffen haben. Wir haben gelernt, wie man Feedback gibt und bekommt, was natürlich vor allem im Arbeitsalltag richtig wichtig ist, weil man dadurch sich ja selbst weiterentwickeln kann.
Von dem her fand ich es sehr gut, dass wir da was an die Hand bekommen haben. Genau, wie schon erwähnt, haben wir ja auch eine Theoriephase, die ein bisschen arbeitsintensiver ist noch als die Praxisphase. Und dazu haben wir dann auch eine Stressmanagement-Schulung bekommen, die sehr hilfreich war, wenn man eben einfach weiß, wie man mit der ganzen Arbeitslast umgehen kann. Genau. Was ich persönlich noch so ein Highlight fand, war, dass wir eben auch Kontakt mit Führungspersönlichkeiten bekommen haben in dieser Woche. Das heißt, die Ausbildung ist nicht so abgekapselt eine Einheit, sondern wir haben eben auch Kontakt in die Firma direkt reinbekommen. Es gab so eine ganz offene Fragerunde, wo man sich austauschen konnte und auch ja, viel erfahren hat. Dann war das Ganze auch aufgelockert durch Gruppenübungen. Wir haben zum Beispiel eine Geländerallye gemacht, die total lustig war. Wir haben Heißluftballons gebaut. Wir haben Slacklining betrieben. Und was noch so ein Highlight war, war, dass wir raften waren auf der Inn den ganzen Tag lang. Da haben sich alle total drüber gefreut. Genau. Dann, was noch eine sehr interessante Erfahrung war im ersten Monat bei ZF, waren die Assessment Center Tage, bei denen wir helfen durften als neue Studenten. Und das war total bereichernd, fand ich, das mal von der anderen Seite mitzubekommen und einfach zu erfahren, wie sowas abläuft. Dann hatten wir in diesem ersten Monat auch noch verschiedene Schulungen. Das Ganze hat zum Beispiel gerade begonnen mit so einer Tipps- und Tricks-Schulung, die wir von älteren Studenten erhalten haben. Dadurch, finde ich, ist man eigentlich so richtig gut in die Firma direkt angekommen und hat einfach Kontakt direkt mit anderen, auch Gleichaltrigen gehabt, die einem so Insider-Informationen geben können. Und dadurch wurde man eigentlich ganz gut eingeführt. Dann hatten wir in dem gleichen Monat noch EDV-Schulungen, aber auch Schulungen, die eigentlich gar nichts primär mit unserem Studiengang jetzt zu tun haben, wodurch das Ganze einfach noch irgendwie erweitert wurde. Und ich fand das auch sehr interessant, mal was zu erfahren, was noch so fächerübergreifend ist außer Informatik. Genauso zum Beispiel hatten wir eine Steuerungstechnik-Schulung und wir haben uns auch damit beschäftigt, was die ZF überhaupt als Firma macht. Da hatten wir zum Beispiel eine Schulung zum ZF Production System und haben gelernt, wie die ZF produziert. Genau, dann würde ich jetzt zum Theoriesemester kommen. Wie ihr vielleicht wisst, ist das duale Studium ja abwechselnd Theorie und Praxis. Und was ich jetzt vielleicht noch dazu sagen würde, ist, dass bei Informatik es zweimal zwei lange Phasen gibt. Das heißt, ich war jetzt gerade in den ersten beiden Theoriephasen, die direkt aneinander anknüpfen. Also das heißt, wir hatten jetzt Theorie 1 und 2 sechs Monate lang und es kommt auch noch eine lange Praxisphase. In die werde ich jetzt auch kommen. Die geht auch noch mal zweimal drei Monate lang. Und das ist eigentlich total gut mit dieser langen Praxisphase, finde ich, weil man da eben dann auch mal noch in ein größeres Projekt reinschnuppern kann und sich auch mal länger mit einem Thema beschäftigen. Genau. Dann gibt es, wie schon von den anderen erwähnt, in den Praxisphasen auch einen Theorieteil. Das bedeutet, wir schreiben Projektarbeiten. Ich schreibe gerade meine T1000, das ist meine erste Projektarbeit. Und genau. Dann würde ich jetzt noch zu den Inhalten kommen, nämlich die Grundlagen und Kernmodule werden im ersten, zweiten Theoriesemester vermittelt und die sind eben, wie schon erwähnt, genau gleich eigentlich wie bei TIM. Deswegen haben wir da nur wenig Profilmodule, die direkt auf die IT-Security abzielen. Und später, in den späteren Theoriephasen, kommen dann vermehrt Profilmodule hinzu und das Ganze wird viel spezifischer noch. Genau. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen was zu den Inhalten sagen unseres Studiums. Und dafür würde ich einfach beispielhaft jetzt erklären, was wir in den ersten zwei Semestern gemacht haben. Nämlich haben wir beispielsweise das Fach IT-Recht gehabt. Da haben wir rechtliche Grundlagen vermittelt bekommen. Zum Beispiel, was im Internet erlaubt ist, wenn man bei Amazon einkauft oder so, was jetzt auch total interessant war. Wenn man persönlich kauft, ja auch auf dem Internet ein. Und da hat man eben was dann gelernt, was man da überhaupt als Kunde für Rechte hat. Da habe ich auch Sachen erfahren, die ich eigentlich gar nicht gewusst habe. War sehr spannend, genau. Dann hatten wir das Fach IT-Sicherheit. Da haben wir was dazu gelernt, wie man Sicherheitskonzepte erstellt, was zu Sicherheitskomponenten überhaupt, so die Grundlagen erstmal. Wir haben was über Verschlüsselung gemacht, was ich total spannend fand, also das Thema. Ja, über Protokolle und so weiter. Dann hatten wir noch das Fach Methodenkompetenz der IT-Sicherheit.
Da haben wir uns mit Fallstudien beschäftigt. Das heißt, wir hatten dort nicht nur eine schriftliche Prüfung, sondern auch eine Präsentationsprüfung, was diesen ganzen schriftlichen Prüfungsrahmen eigentlich auch ein bisschen auflockert und was ich auch sehr toll fand. Da durften wir uns selbst mit einem IT-Sicherheitsfall beschäftigen und dann sogar unser erlerntes Wissen auch gleich anwenden und auch mal so erklären, was wir hätten getan hätten, um diesen Angriff zu verhindern. Und es war einfach ja, spannend, auch das Wissen direkt einfach mal anwenden zu können. Genau, damit wäre ich jetzt eigentlich am Ende von der Theoriephase angelangt und der Roman wird euch jetzt noch was über die über den Praxisteil erzählen. Genau. Vielen Dank für das Vorstellen der Theoriephase. Ich würde jetzt mit der praktischen Phase fortfahren. Wie Amelie beschrieben hat, starten wir mit einem Praxissemester nach dem Einführungsmonat. Meine erste Abteilung war die gleiche wie die von Julia in ihrer letzten Praxisphase. Diese wurde noch von Frau Renz eingeteilt, dass am Anfang noch schwer ist einzuschätzen, welche Abteilung sich gut eignet für die erste Praxisphase. Diese war dann auch, wie gesagt, die App-Entwicklung und Verwaltung der ZF-Handys. Am Anfang habe ich mich auch gefragt, was für Aufgaben werde ich bekommen, wie schwer werden diese sein, sind es interessante Gebiete und werde ich an echten Projekten mitarbeiten. Diese Frage ist aber alle relativ schnell verflogen. Zu Beginn gab es eine langsame Einführung, erstmal die verschiedenen Mitarbeiter kennengelernt, danach wie die Abteilung aufgebaut ist, welche Funktionen die Abteilung hat und was die Abteilung überhaupt alles macht. Danach habe ich angefangen mit dem ersten Projekt. Dabei ging es um das Finden von Schwachstellen in ZF-Apps. Dazu habe ich ganz zu Beginn eine Excel-Liste erstellt, wie man jetzt auch sieht. Man hat dort eine App dann manuell getestet und man hat probiert, jede Seite aufzurufen oder jede Einstellung zu ändern. Das hat man dann in dem Excel-Sheet eingetragen und am Ende mit einem Screenshot versehen, um zu überprüfen, ob das korrekte Ergebnis rauskommt beim erneuten Test. Man war auch von Anfang an bei allen Team-Meetings dabei. Wie schon erwähnt, arbeitet die Abteilung mit der Scrum-Methode. Das ist ein agiles Projektmanagementsystem, was auch sehr viel geholfen hat in der darauffolgenden Theoriephase, da ich das Wissen direkt anwenden konnte. Danach ging es dann weiter mit dem Projekt. Ich habe das von Excel übernommen in das Projektmanagement-Tool, was die Abteilung verwendet, in dem Fall Jira. Das Ziel davon war, dass der Kunde, wenn er einen Fehler findet, es direkt eintragen kann in dem Projektmanagement-Tool, sodass die Entwickler den Fall provozieren können und nachvollziehen können und so den Fehler schnellstmöglich beheben können. Damit war auch das große Thema für meine erste Praxisphase gesetzt, und zwar das automatisierte Testen von den ZF-Apps. Dazu habe ich mich dann mit einem Programm befasst, was dieses manuelle Klicken komplett automatisiert. Das heißt, ich habe Programmcode geschrieben, der das Klicken, was normalerweise ein Mensch macht, automatisiert. Das hatte den Vorteil, man kann die Tests auf hunderten Geräten gleichzeitig ausführen mit verschiedenen Versionen von verschiedenen Herstellern, um so mögliche Fehler zu finden. Ein Nebenprojekt war noch die Assessment Center App. Dort habe ich mit Jonas, der vorhin seinen Studiengang der mobilen Informatik vorgestellt hat, zusammengearbeitet. Wir haben die Assessment Center App zusammen vorgestellt an verschiedenen Standorten bzw. vor verschiedenen Ausbildungsleitern, weitere Use Cases, also Anwendungszwecke, zu finden. Wir haben auch einen Workshop erstellt. Von dem Workshop sieht man gerade ein Bild. Das Ziel von dem Workshop war, dass der Ausbildungs- und Bewertungsbogen der Auszubildenden so angepasst wird, damit er mit der App kompatibel ist, sodass die App nicht nur für das Assessment Center verwendet werden kann, sondern auch zur Auswahl von den Azubis. Danach war dann meine Praxisphase auch schon vorbei und es ging in eine 6-monatige Theoriephase. Nun bin ich in der 2. Praxisphase, aktuell in der 3. Woche. Das heißt, sie hat Beginn des Monats angefangen. Die 2. Phase kann man sich dann selbst raussuchen nach den eigenen Interessen, für welchen Bereichen man sich interessiert. Und da man mittlerweile auch schon ein Netzwerk hat, kann man auch viel aus Erfahrungen von schon älteren DHlern bzw. von den Kollegen mitbekommen. In meinem Fall, wie ich die Abteilung gefunden habe, wir hatten ein Seminar über Datenschutz. Dort habe ich dann den Vortragenden gefragt, ob er eventuell eine Abteilung kennt oder eventuell sogar seine, mit der ich sehr stark in dem IT-Security-Bereich in Berührung komme. Er hat dann direkt mein Anliegen weitergeleitet an die 2 Abteilungen, die sich sehr stark damit beschäftigen. Und so bin ich jetzt zu meinem Praxisplatz in der 2. Praxisphase gekommen. Ich bin aktuell im SOC-Team, das ist das Security Operations Center. Die Aufgabe von dem SOC-Team ist der Schutz der ganzen ZF-Infrastruktur, also der IT, und um sie gegen Angriffe von außen und von innen zu schützen. Es war natürlich auch wieder ein neuer Bereich und ich hatte keine Vorkenntnisse, da ich noch nicht in einer vergleichsweisen Abteilung bisher gearbeitet habe. Allerdings war die Theoriephase der DHBW sehr gut als Vorbereitung, da man dort schon viele theoretische Grundlagen kennengelernt hat, die man dann direkt anwenden konnte.
Zu Beginn gab es eine kurze Einführung in die ZF-Systeme. Das heißt, wie bekomme ich Daten, wenn ich etwas untersuchen möchte, welche Daten habe ich zur Verfügung und wie analysiere ich diese? Dann ging es auch noch um die Theorie, wie ein Angriff überhaupt abläuft. Ich habe musterhaft aus dem Internet mal eine Darstellung dabei, die wird jetzt gerade eingeblendet. Dort wird einfach beschrieben, wie läuft ein normaler Cyberangriff ab. Das heißt, am Anfang schauen wir erstmal, was es alles für Möglichkeiten gibt. Danach schauen wir zum Beispiel, mit welchen Viren wir angreifen möchten, also in dem Fall die Angreifer, beziehungsweise was überhaupt das Ziel ist. Das Ziel ist es dabei, diese Cyber-Kill-Chain zu unterbrechen und somit den Angriff abzuwehren. Und genau das ist auch mein aktuelles Thema in der Projektarbeit in der sogenannten T1000. In der T1000 geht es bei mir darum, wie ich Angriffe richtig einsortiere, richtig reagiere und dann auch zukünftige Angriffe verhindere. Zu Beginn der Praxisphase habe ich mit Kollegen an Zwischenfällen gearbeitet bzw. Hinweise verfolgt. Nach der Einführung habe ich dann eigene Fälle bekommen, die ich analysieren musste und auch gegebenen Maßnahmen festlegen sollte, beziehungsweise wie man so einen Angriff in Zukunft verhindern kann. Da muss man auch keine Angst haben, dass man keine Ansprechperson oder Ähnliches hat. Die Betreuer nehmen sich wirklich sehr viel Zeit für ein. Das heißt, man kann jederzeit den Betreuer fragen für Rücksprachen oder Ähnliches und die erarbeiteten Ergebnisse spricht man auch mit dem Betreuer dann immer ab. Wenn ich nicht aktiv in der Abteilung mitgearbeitet habe, habe ich hauptsächlich an meiner Projektarbeit geschrieben. Und das Erarbeiten der Projektarbeit fließt danach in die Abteilung ein, sei es beispielsweise durch ein Programm, was man geschrieben hat und dokumentiert hat, oder zum Beispiel durch eine Schulung oder durch Präsentationen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Chat stellen. Nun aber zum nächsten Studiengang. Neben der mobilen Informatik und IT Security bietet die ZF auch noch einen techniklastigeren Studiengang an, die technische Informatik. Hierzu darf ich Alex auf die Bühne bitten, der ebenfalls mit mir letztes Jahr angefangen hat. Nun aber zu dir. Willkommen auch meinerseits. Wie Roman eben erwähnt hat, mein Name ist Alexander Müller. Ich studiere seit letztem Jahr im Herbst, also seit letztem September, Informationstechnik bei ZF und habe dadurch, oder bin jetzt in meiner zweiten Praxisphase und habe jetzt auch schon zwei Theoriephasen hinter mir. Darauf werde ich jetzt hauptsächlich eingehen. Wie war die Theorie so? Wie waren die Kurse? Was sind da so die Eigenarten? Angefangen mit dem Kernpunkt, der in jeglicher dieser Fachrichtungen vorhanden ist, die Mathematik. Dabei muss man dazu sagen, dass es wirklich von mehr oder weniger Woche 2 an direkt vom Schulstoff an weitergeht. Also man setzt da wirklich direkt an, macht neue Themen, die darauf aufbauen. Dementsprechend sollte man auch halbwegs wieder drin sein nach der Pause, die das Abi nach sich zieht, um da wirklich gleich dabei zu sein. Die Kernpunkte da sind erstmal die lineare Algebra mit Matrizen und im zweiten Semester dann die Analysis, also wo man dann Richtung Differentialgleichungen geht. Dann die theoretische Informatik. Hierbei probiert man erstmal die Grundlagen einfach der Logik zu verstehen. Ja, also eine Aussage bzw. die Aussagenlogik als solche zu bewerten und mit dieser umzugehen. Also die Boolesche Algebra ist dann ein Kernbegriff. Dementsprechend lernt man auch Datentypen. Ja. Also der Bool ist ja schon eigener und dann andere und wie man mit diesen Datentypen umgehen kann und was man so mit auf die anwenden kann. Ein Beispiel dafür wären Zahlen, also Integer, kann man einfach sortieren, ihre Größe nach. Da waren wir dann schon bei den Sortieralgorithmen, beziehungsweise für verschiedene andere Datentypen wie Bäume oder Graphen haben wir dann verschiedene Algorithmen gelernt, um dem Ganzen verschiedene Informationen zu entnehmen. Dann zu Programmieren. Dort haben wir die zwei Programmiersprachen, beziehungsweise drei, Python, C beziehungsweise C++ gelernt. Beides in eigenen Vorlesungen. Bei Python wurden wir dem Ganzen mit einem Projekt rangeführt. Bei C war das am Ende mit der Prüfung versehen, aber immer wieder kleine Projekte, einfach um dabei zu bleiben, um das Ganze zu verinnerlichen und zu verstehen. Bei uns im Kurs kam dann oft die Frage auf, brauche ich denn mal nun Vorkenntnisse für das Ganze oder kann man wirklich von null auf mit dem Studium, was Programmieren betrifft, beginnen. Und persönlich würde ich sagen, natürlich helfen Vorkenntnisse immer. Also wenn man eine Sprache wie Python schon beherrscht, fällt das alles natürlich leichter. Und wenn man keine Vorkenntnisse hat, funktioniert es aber genauso. Also es ist möglich, man muss dann nur darauf achten, dass man in der Vorlesung dementsprechend besser dabei ist und daheim einfach mehr übt. Also die Vorlesungen geben einem genug Stoff zum Üben mit. Nur man muss es dann dementsprechend auch machen, gerade wenn man keine Vorkenntnisse hat, weil beim Programmieren kann man da schnell abgehängt werden, wenn man nicht dran bleibt. Dann die Digitaltechnik als weiteren Kernpunkt, den alle drei Fachrichtungen haben. Dort
wurde uns näher gebracht, wie denkt ein PC bzw. wie rechnet ein Rechner und hauptsächlich dadurch ja, wie werden Zahlen dargestellt, wie werden diese Darstellungen verrechnet, dann wirklich auch später auf Schaltebene. Dabei natürlich auch wichtig, wie werden diese Darstellungen kodiert. Ja, also UTF-8 ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Solche Dinge versteht man dann und kann die theoretisch auch selber per Hand rechnen. Zudem baut man dann schon die ersten kleinen Schaltnetze bzw. Schaltwerke auf und kann somit eine kleine Recheneinheit theoretisch selber schon zusammenlöten, wenn man die Materialien dafür hätte. Allgemein als theoretischer Zusammenfassung fand ich, hat man in einem Jahr schon richtig viel mitgenommen, ein bisschen hätte man mitnehmen können und gewinnt da wirklich einen großen Überblick über die Eigenarten bzw. über das Denken, das ein Rechner ausmacht und natürlich auch ein bisschen von der elektronischen Seite. Denn dabei kommen wir zu den Unterschieden, die Informationstechnik einfach ein bisschen absondert von den anderen zwei Fachrichtungen. Grundlegend, wie Jonas schon erwähnt hat, sind wir 60 Leute im Kurs, nicht wie die anderen zwei Kurse ungefähr 20. Das ist daraus hauptsächlich bedingt, dass Informationstechnik einfach von Anfang an besteht und die anderen zwei Kurse nach und nach dazu kamen. Die Verteilung wird sich wahrscheinlich über die Jahre jetzt auch ein bisschen relativieren. Dabei aber auch noch anzufügen, man geht nicht wirklich unter den 60 Leuten. Also wenn man da jetzt im Vorlesungsraum sitzt, mit allen anderen 60 natürlich, hat man nicht wirklich das Gefühl, dass man da als Einzelperson untergeht in dieser großen Gruppe, sondern das wird immer noch relativ gut gelöst und der Dozent probiert auch wirklich auf die Masse einzugehen und so bleibt man wirklich eigentlich immer dabei. Dann zu den thematischen Unterschieden. Wir sind die einzige Fachrichtung, die den Kurs Physik hat. Dabei zu erwähnen, was oder wovon ich auch damals ausging, ist, dass dieser Physikkurs direkt an die Schulphysik angrenzt und einfach von da aus weitermacht. Dem ist aber nicht so. Ja, also wer gerade mit Quantenphysik im Abi aufhört und richtig Bock drauf hat, wird da ein bisschen enttäuscht, da man eher von der 7. Klasse Physik an nochmal bis zum Abi durchgeht, aber alles in komplett korrekt mit jeder Herleitung von Grund auf, ja, mit jeder Differentialgleichung, was in der Schule noch liegt, das können wir noch nicht lösen, sondern da macht man sie wirklich und versteht dementsprechend viel besser, wo das alles herkommt. Dabei behaftet man sich aber wirklich oder befasst man sich nur mit der klassischen Physik, ja, also die Kinematik, ja, also jegliche Bewegungen kann man dann beschreiben und theoretisch nach dem ersten Jahr schon einen kleinen Simulator programmieren. Dann zusätzlich die Elektrotechnik bzw. Elektronik. Dort lernen wir ja eigentlich auch aus physikalischer Sicht ein bisschen die E-Lehre. Einerseits komplexe Wechselstromnetze zu berechnen, auf der anderen Seite, was sich da auch wesentlich von der Schule abhebt. Und auf der Elektronikseite hauptsächlich kleine Bauteile kennen, ja, wie Transistoren, Dioden oder FETs, also feldelektrische Transistoren. Und dabei schaut man hauptsächlich eher von der elektrotechnischen Seite drauf, aber auch wie ist das Ganze aufgebaut, wie funktioniert das aus physikalischer Sicht, ja, also Halbleitereffekte. Aber auch, wie gesagt, wie werden die verwendet, verbaut und berechnet. Dann später die Eigenarten wären auch Datenbanken und Softwarearchitektur. Was aber bei uns noch speziell ist die Netzwerktechnik bzw. Netzwerkmanagement bis hin zur Netzwerkadministration, wo man einfach darauf eingeht, ja, wie baut man jetzt ein Rechnernetzwerk, ein Servernetzwerk auf, wie die ZF es ja auch in solchen Gebäuden wie hier hat. Dann allgemein bekommt man noch nette Einblicke in Themen wie die BWL, in Projektmanagement. Also man bekommt Einblicke, wie funktioniert der Ablauf hinter einem Projekt, die Durchführung, die Planung. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch einen Kurs mit wissenschaftlichem Arbeiten. Also wie schreibe ich eine akademische Arbeit, wie verfasse ich das und ist somit auch vorbereitet, jetzt in den Theoriephasen eine Studienarbeit zu schreiben, also wie jetzt wir gerade die T1000. Dann allgemein zum Studierendenleben. Dadurch, dass wir ja relativ viel Theorie in verhältnismäßig wenig Zeit im Vergleich zum normalen Studium haben, ist es in den Theoriephasen auch gelegentlich etwas stressiger. Also es geht auch mal länger bis zum Abend oder die Klausuren sind ein paar mehr als nur 3-4 in 1 bis 2 Wochen und dementsprechend muss man derzeit einfach aufpassen, dass man am Ball bleibt, dass man ja mitmacht, sich bei Problemen auch früh genug bei den Betreuern in der ZF wie in der DH meldet, dass man da wirklich
ja, dabei bleibt. Aber da findet sich dann auch immer jemand und man wird da wirklich umsorgt. Ja? Also wer Hilfe braucht, ist da wirklich aufgehoben. Und dann aus praktischer Sicht, in der Praxis ist man hier in der ZF mit einem nur 7-Stunden-Tag, was das Ganze natürlich ein bisschen entspannter darstellt im Vergleich zur Theorie. Und zusätzlich hat man noch eine Gleitzeitregelung, also sollte man mal 1-2 Tage frei haben wollen oder mal früher gehen, weil das Wetter gerade so gut ist und der See ist ja auch in der Nähe, dann kann man das auf jeden Fall machen. Man muss nur dementsprechend Überstunden entweder schon aufgebaut haben oder halt investieren. Und allgemein ZF als Partner für ein duales Studium waren für mich die Vorteile einfach, dadurch einen globalen Player zu haben, also die Möglichkeit, für Abteilungen, Kollegen aus der ganzen Welt zu haben und dementsprechend auch bei Bedarf, jetzt dieses Jahr ein bisschen durch Corona natürlich eingeschränkt, aber bei Bedarf selber ein Auslandssemester zu machen in der Praxis, die anderen Teile der Welt zu sehen, wie wird dort gearbeitet, wie ähnlich ist vielleicht doch zu uns, aber doch wie unterschiedlich. Und das war für mich ein großer Punkt. Dann natürlich ZF als ja, große Rolle in der Automobilindustrie hier in Deutschland. Wer dafür einfach Interesse hat und da was übrig für, findet hier schon ein bisschen viel interessante kleine Geschichtchen. Also gerade in den Abteilungen hört man da öfters mal von interessanten Hintergründen, die da so in der Entwicklung von Automobiltechnik vorgehen. Und das ist dann doch immer recht interessant und stellenweise auch sehr witzig zu hören. Zudem natürlich, da ich durch die reine Größe der ZF, wird man immer jemanden finden, der einem hilft bei Bedarf, wenn man einfach bei einem theoretischen Thema nicht weiterkommt, wenn man ja im Studium hängen bleibt. Also da kann man sich wirklich sicher sein, dass wenn man ein Problem hat und man geht an Frau Renz, die ja vorher im Bild war, dass dort auf jeden Fall ein Kontakt hergestellt werden kann mit irgendeinem Experte auf dem Gebiet, der wirklich die Zeit auch hat, es einem zu erklären. Und wie gesagt, durch die reine Größe des Unternehmens ist eigentlich sichergestellt, dass da mindestens eine Ahnung hat. Dann die bisherigen Abteilungen, in denen ich war in meiner Praxis. In der ersten Praxisphase war ich bei der Abteilung, die unsere Prüfstandssoftware bereitstellt bzw. entwickelt. Also die Software, die auf den Prüfständen, wo die Getriebe getestet werden, die Ansteuerung übernimmt bzw. auch die Eingaben verarbeitet. Ja, also wenn der Tester sagt, jetzt wollen wir eine Stunde 6.000 Umdrehungen fahren, dann ist es die Software, die da dann vermittelt bis hin zum Ansteuern. Und momentan bin ich bei der Basis-Softwareentwicklung. Die machen die Basis-Software, die auf einem Getriebesteuergerät liegt und dort kommuniziert zwischen der Hardware, also dem Mikrocontroller, der dann wirklich die Ströme ansteuert auf die Stellventile und nach oben hin zu der Fahrstrategie, also die Fahrsoftware, die wirklich entscheidet, ja, jetzt gehen wir Gang 1, Gang 2, Gang 3. Und der Block, der dazwischen, der das übersetzt, der kommuniziert, das ist meine Abteilung, beziehungsweise meine momentane. Und dabei kann ich auch wirklich sagen, ist ein schönes Beispiel, wie sehr man hier auch als TH-Student, auch im zweiten Semester erst, integriert wird in laufende, serienrelevante Projekte. Denn mein momentanes Projekt, beziehungsweise meine momentane Aufgabe, ist die Findung eines Konzepts zur Umsetzung von einer Schnittstelle, die jetzt durch eine neue Architektur nicht mehr so angesteuert werden kann wie früher. Und dass das wirklich am Ende dann, so wie es ich die Lösung wahrscheinlich machen werde, in Serie auf einem neuen Steuergerät von der ZDF. Das finde ich persönlich, ist eine gewisse Motivation, wenn man wirklich weiß, ich mache hier einen Mehrwert, nicht nur für mich, sondern auch für das Unternehmen bzw. die Abteilung. Damit bin ich am Ende von meiner Präsentation. Ich hoffe, ich konnte noch 1-2 Fragen beantworten, aber welche, die jetzt noch übrig bleiben sollten, bin ich natürlich bereit, gleich zu beantworten. Vielen Dank für die Präsentation. Nachdem wir nun drei sehr spannende Bereiche der IT kennengelernt haben, würde ich diese einmal kurz zusammenfassen und die Unterschiede der einzelnen Studiengänge zeigen. Alle Studiengänge haben die gleiche Basis. Das heißt, alle Studiengänge haben Fächer wie Mathematik, theoretische Informatik, Programmieren, Projektmanagement, Grundlagen in BWL und Marketing, wie auch Digitaltechnik. TIM beispielsweise, also die mobile Informatik, hat Schwerpunkte gesetzt auf Gestaltung und Medientechnik, das heißt, dass zum Beispiel Webseiten responsive sind, dass man eine Webseite beispielsweise auf dem Laptop öffnen kann, als auch auf dem Handy. Zudem haben sie noch einen Tiefpunkt in der Projektmanagement und in der Unternehmensführung, als auch im Webengineering. Bei Webengineering programmiert man beispielsweise ein Telegram-Bot, Webseiten oder APIs. APIs sind Schnittstellen, die man über Link oder URL erreichen kann.
Generell ist es sehr praxisnah. Man hat viele Projektarbeiten, wie zum Beispiel die Webseiten oder der Telegram-Bot. Die Schwerpunkte bei TIT, also der technischen Informatik, sind wie schon erwähnt Physik, Kinematik, dies komplexer und ausführlicher, Rechnerarchitektur, Elektrotechnik, Elektronik und generell kann man sagen, alles ist etwas hardware-nah. Zudem gibt es noch einen Schwerpunkt in der Netzwerktechnik und in der Netzwerkadministration. Zuletzt bei TIS, also bei der IT-Security, haben wir einen Schwerpunkt im IT-Recht. Das heißt, wir haben einen kleinen Jura-Input, um zu wissen, was legal ist und was nicht illegal, was illegal ist, beziehungsweise was auch die Strafen für gegebenen Verstoße sind. Dann haben wir auch noch einen Schwerpunkt im Bereich Methodenkompetenz. Dort lernen wir, wie wir ein sicheres Netzwerk aufbauen, wie man das überwacht und wie man generell Sicherheit herstellt. Zudem haben wir auch noch Fallstudien. Dort schauen wir uns Hackerangriffe an aus der Vergangenheit, analysieren diese, schauen, wo Schwachstellen waren, beziehungsweise wie man diese dann auch in Zukunft beheben kann. Im dritten Semester haben wir dann auch noch Offensive Security. Das heißt, wir lernen verschiedene Angriffsmethodiken, als auch zum Beispiel Pentesting. Soviel zu den verschiedenen Schwerpunkten, zu den verschiedenen Studiengängen. Noch einmal recht herzlichen Dank an alle, die den Studiengang vorgestellt haben. Wenn ihr natürlich jetzt Interesse habt, auch ein duales Studium bei der ZF zu beginnen, und ihr seid ein Absolvent und ihr sucht ein praxisnahes Studium und sucht nach einem modernen Unternehmen, da kann ich auf jeden Fall euch nahelegen, joint der ZF. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sage schon mal recht herzlichen Dank von meiner Seite als Moderator. Jetzt im Anschluss werden alle Fragen, die im Laufe des Livestreams per Chatfunktion gestellt wurden, von uns beantwortet. Die Moderation übernimmt nun meine Kollegin Frau Speth. Ich werde die Moderation an Frau Speth abgeben und zusammen mit den anderen alle Fragen rund um die Studiengänge und um die Ausbildungen beantworten. Vielen Dank von meiner Seite und hiermit übergebe ich die Moderation an Frau Speth. Super, danke schön. Ja, ganz herzlichen Dank auch an alle Azubis und unsere DH-Studierenden. Es sind mittlerweile tatsächlich schon einige Fragen in unserem Chat eingegangen, die wir jetzt für Sie alle beantworten. Dazu hole ich mir immer den jeweiligen Fachexperten vor die Kamera, die mich dabei unterstützen. Die erste Frage, die eingegangen ist, die geht an den Dominik, unseren Fachinformatiker. Dominik, einmal bitte zu mir kommen. Na, die Frage war, welches Software-Umgebungstool nutzt ihr zum Programmieren? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch an, was wir entwickeln oder was wir entwickeln wollen. Beispielsweise, wenn wir eine Java-Software entwickeln wollen, dann nutzen wir Eclipse. Aber jetzt zum Beispiel bei meiner Software nutzen wir Visual Studio Code. Okay. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Super, vielen Dank. Na, die nächste Frage, die wird schon ein bisschen technischer. Die geht an den Alex, der auch einmal zu mir kommen darf. Und bezieht sich ja auch auf unsere Veranstaltung letzte Woche. Letzte Woche hieß es, in E-Technik programmiert man auch viel. Ist es da nicht vielseitiger, E-Technik zu studieren? Ich würde sagen, nicht wirklich, weil wir reden ja trotzdem von zwei verschiedenen Fächern, die sich auch theoretisch stark unterscheiden. Praktisch muss ich natürlich ein bisschen zupflichten. Also praktisch, ob jetzt in einer Abteilung, die wirklich mehr vielleicht mit E-Technik macht, kann ich als Informatik, also Informationstechniker, theoretisch auch einsetzen. Da überschneidet sich doch gut was. Aber theoretisch würde ich sagen, also Fächer wie theoretische Informatik, Digitaltechnik und Programmieren bzw. Softwarearchitektur fliegen eher wahrscheinlich bei E-Technik raus. Aber wie ich ja auch gesagt habe, wir hatten ja zum Beispiel auch Elektrotechnik und Elektronik bzw. Netzwerktechnik bekommen wir auch. Also die Fächer sind schon nah beieinander, aber unterscheiden sich schon auch wesentlich. Und ich denke, es ist auch nur eine Erscheinung der heutigen Zeit, dass man in E-Technik auch ein bisschen programmiert, weil es einfach ein Skill ist, den man heutzutage breit braucht. Also ich weiß zumindest von einem befreundeten Maschinenbauer, also der TMK studiert, der hat ja auch einen Informatikkurs bei sich jetzt an der DH, einfach nur, weil es ja mittlerweile relevant ist für alle Sparten. Okay, super, vielen Dank. Na, die nächste Frage, die betrifft das Wirtschaftsinformatikstudium. Da darf ich den Peter zu mir vor die Kamera bitten, auf die Bühne, auf unsere kleine Bühne. Genau, wie lange dauert denn das Wirtschaftsinformatikstudium? Also das Wirtschaftsinformatikstudium dauert wie alle anderen DH-Studien auch, Studiengänge auch 6 Semester. Das sind 3 Jahre. Ja. Perfekt. Halt, Sie dürfen gleich bei mir bleiben. Genau, aber ich ergänze da noch, wie lange dauert das WI-Studium? Ich denke, das ist auch ganz interessant, nochmal das Fachinformatiker, die Ausbildung nochmal näher zu betrachten. Die Ausbildung geht auch 3 Jahre. Allerdings haben die Fachinformatiker die Möglichkeit zu verkürzen. Die Möglichkeit gibt es ja bei euch wahrscheinlich nicht. Nicht mehr. Ja, genau, aber die Fachinformatiker, also die Ausbildung kann man auf 2,5 Jahre verkürzen.
Genau, nächste Frage an Sie. Wie mathe-lastig ist das Wirtschaftsinformatikstudium? Also die ersten zwei Semester, hätte ich gesagt, sind noch mathe-lastiger. Da hat man zum einen Logik und Algebra und Finanzmathematik. Aber auch in den späteren Semestern ist Mathe immer wichtig, also ob es Kosten- und Leistungsrechnung ist oder BWL, man hat immer Mathe-Bestandteile. Also Mathe ist auf jeden Fall ein wichtiges Fach für Wirtschaftsinformatik. Okay, aber ich glaube, es geht nicht arg in die hohe Mathematik. Nein, das jetzt nicht. Das ist auch ganz gut zu wissen. Also da sind wir von so einem reinen angewandten Informatik, normalen Studium, sind wir, glaube ich, weit entfernt. Wir haben jetzt kein komplexes Mathematik. Ja, genau. Super, Dankeschön. Bitte. Genau, die nächste Frage, die beschäftigt sich auch mit dem Wirtschaftsinformatikstudium. Da darf ich die Julia zu mir bitten. Eine ganz spannende Frage. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir auch so als Mädchen hier, sage ich mal, stehen. Ist der Wirtschaftsinformatik-Studiengang machbar, auch wenn man kein IT-Freak ist? Ja, also das kann ich auf jeden Fall bejahen. Also weder Peter noch ich hatten groß irgendwelche IT-Vorkenntnisse. Und ich habe mir davor auch Gedanken gemacht. Und dann die erste Theoriephase hat man rumbekommen. Man muss halt schon mehr machen, als welche, die schon Vorkenntnisse haben. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Auch in der Praxisphase war ich ja gleich in der IT-Abteilung und habe mir da auch große Gedanken drum gemacht, aber das war dann alles halb so schlimm. Also die nehmen da auch Leute in der IT auf, die jetzt nicht so die IT-Freaks sind. Kann ich unterstützen. Bei mir war es genau das Gleiche. Ich habe vor 7 Jahren mein DH-Studium Wirtschaftsinformatik hier angefangen bei ZF und war auch kein IT-Freak. Bin jetzt aber allerdings Ausbilderin für den Fachinformatik. Also es holt einen doch wieder ein, aber ich denke, es ist definitiv machbar. Ja, voll. Deshalb auch gleich die nächste Frage. Gibt es auch weniger IT-lastige Abteilungen, die wir als Wirtschaftsinformatiker besuchen dürfen? Ja, klar. Also ich bin jetzt ja gerade auch in einer kompletten BWL-Abteilung. Also man kann in jede Abteilung, in die man rein möchte. Und es gibt ja auch in der ZF wirklich Abteilungen, wo nur BWL oder VWL oder sonstiges sind. Also ist alles möglich. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass der Informatikteil im Wirtschaftsinformatikstudium, der hilft einem weiter, weil wir doch sehr viele Anwendungen auch haben, allein schon das Telefonieren über Skype. Man braucht irgendwie immer ein Background und da ist die Abteilung auch froh, wenn es mal nur eine BWL-Abteilung ist, dass sie so ein, ich sag mal, so einen Crack dann da haben. Super. Aber es geht gleich weiter. Was empfandet ihr als WI-Studenten schwieriger oder was empfindet ihr schwieriger, Theorie oder Praxis? Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also in der Theorie kommen Herausforderungen auf einen zu, aber es kommen auch in der Praxis Herausforderungen auf einen zu. Also in der Praxis hat man halt auch Aufgaben, die mal ein bisschen schwerer sind. Dann ist vielleicht für manche Leute schwerer, auf seinen Abteilungsleiter bzw. Betreuer drauf zuzugehen und den nochmal zum Fragen oder auch, wenn man irgendwie mit was unzufrieden ist, auf den zuzugehen, das kann für manche Leute sehr schwer sein, aber in der Theorie gibt es natürlich auch schwere Vorlesungen, die halt auch eine Herausforderung darstellen. Aber ich glaube, das muss sich jeder selber so, unterscheidet sich das, glaube ich, einfach. Ich glaube, Herausforderungen sind auch gut, dafür sind wir hier und das fordert uns heraus und ich denke, wir schaffen das alle, wenn man das, den gewissen Ehrgeiz dabei hat. Genau, man ist ja hier, um zu lernen. Genau, das macht man, ist ja auch ganz gut. Ja. Super, dann haben wir noch eine inhaltliche Frage zu der Vorstellung vorhin. Was bedeutet Kanban? Also Kanban ist quasi eine Tafel oder ein Board, das für eine Organisation von einer Gruppenarbeit oder von einem Team genutzt wird. Also man kann da quasi, wenn man irgendwelche Aufgaben hat, kann man die da einfügen, als quasi auch als Ticket mit einer Beschreibung, mit einem Screenshot oder mit einem Bild. Und dann kann man jemanden zuordnen, der die bearbeiten soll oder man kann es sich auch selber zuordnen oder eine Gruppe oder so. Und dann, wenn es bearbeitet wird, kommt es halt in eine Spalte, das bearbeitet wird. Dann, wenn es fertig ist, kommt es in eine andere Spalte. Dann, wenn es abgeschlossen wird, kommt es wieder in eine Spalte. Und somit kann man halt einfach Projekte sehr leicht organisieren und weiß halt immer, wie weit ein Projekt jetzt gerade ist. Super. Ich glaube, das war verständlich. Ansonsten gerne einfach nochmal nachfragen, wenn es weitere Fragen gibt. Vielen Dank, Julia. Danke auch. Wir machen direkt weiter mit dem Roman, der einmal zu mir kommen darf. Genau. Hat man als Informatikstudent die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen? Die Möglichkeit existiert. ZF ist ein globales Unternehmen und wir haben Standorte auf der ganzen Welt. In der Vergangenheit waren duale Studenten auch schon auf der ganzen Welt unterwegs in ihren Praxisphasen. Wenn es stattfindet, ist es immer in der zweiten Praxisphase, in der langen, die 6 Monate geht. Man kann es dann auch auf 3 Monate reduzieren. Das ist also wirklich sehr individuell. Als globales Unternehmen unterstützt ZF auch auf jeden Fall. Für weiterführende Infos gibt es auch den Livestream von vergangener Woche auch auf YouTube. Dort wird auch nochmal im Detail darauf eingegangen. Da spricht auch ein DHler über seine vergangene Zeit. Gerade aufgrund der aktuellen Situation muss man natürlich auch schauen, wie es sich entwickelt. Aber generell ist es auf jeden Fall möglich.
Super, perfekt, Dankeschön. Dann, Moment, schon die nächste Frage, allerdings auch eine inhaltliche Frage. Wie oft kommen Angriffe? Also als globales Unternehmen und als Global Player, was ZF ist, gibt es täglich Tausende von Angriffen auch auf uns. Super, alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Genau, für die nächsten Fragen hole ich mir die Ausbilderin der DH-Studiengänge, die Frau Renz, vor die Kamera. Hallo. Genau, die Frage war, wie läuft das Assessment Center ab? Ja, gute Frage. Mein Baby, wir hatten bis letztes Jahr hatten wir immer eine Großveranstaltung beziehungsweise vier Großveranstaltungen mit mehreren Gruppen, mehreren Betreuern und mehreren Beobachtern. Das ist jetzt dieses Jahr leider nicht mehr möglich und wir mussten uns etwas Neues überlegen. Das heißt, wir haben das jetzt verkleinert in Kleingruppen und es ist uns aber trotzdem noch ein Anliegen, dass wir einfach die Person hinter der Bewerbung kennenlernen wollen. So wirklich authentisch und das sind auch die Punkte, die uns wichtig sind. Als Tipp ist vielleicht wichtig zu hören, informieren Sie sich über die Firma, informieren Sie sich über den Studiengang, der Sie interessiert und haben Sie einfach Begeisterung dafür und bleiben Sie authentisch, zeigen Sie uns, wie Sie sind und dann gibt es von beiden Seiten keine Enttäuschung. Wir haben tolle Beobachter, das sind Fach- und Führungskräfte, du kennst es auch, du warst auch schon dabei und wir schauen einfach drauf, passen Sie zur ZF und Sie können aber auch sehen, passen Sie, passt ZF auch zu Ihnen, weil wir wollen da auch ein bisschen von uns preisgeben. Wir haben kleine Infoblöcke eingebaut, wir haben klar verschiedene Tests eingebaut, es sind Gespräche, es sind Gruppenübungen, jetzt in Zeiten von Corona abgespeckt und mit Abstand, aber wir versuchen so gut wie möglich das zu machen. Wir hatten auch dieses Jahr schon unsere Premiere und hatten schon das erste Assessment Center, das war genau gestern und schon hinter uns. Ja, also wir sind zuversichtlich und freuen uns, das jetzt auch in einer anderen Form anbieten zu können. Ich hoffe, die Fragen sind hiermit soweit beantwortet. Ich bin noch ein bisschen da, falls da noch was in die Tiefe gefragt werden wollen würde. Wir sind noch im Chat. Dann sehr gerne. Genau, super. Dankeschön. Die nächste Frage hast du schon beantwortet. Worauf wird geachtet? Ich denke, Authentizität ist ein wichtiger Punkt und einfach so sein, wie man ist. Sich über die Firma informieren, dass man einfach auch, ja, man will dahin und das ist einem auch wert. Also die Begeisterungsfähigkeit, sei es für überhaupt für ein Thema, für das Studium, für den Bereich, also auch wir, das ist in der Automobilindustrie, dass man einfach da Lust drauf hat und das merkt man einfach. Also wenn Sie Lust drauf haben, dann haben wir auch viel Lust drauf, das mit Ihnen gemeinsam zu gestalten. Definitiv. Wir sind letzte Woche in unserem DH kaufmännischen Technisch noch näher auf die Bewerbung eingegangen. Ansonsten, wenn Sie es verpasst haben, gerne auf YouTube nochmal nachschauen. Auf unserem ZF-Kanal komme ich nachher auch nochmal kurz dazu. Waren auch noch so ein paar Tipps und Tricks, die von der Frau Renz kamen. Ich denke, das ist ganz gut, wenn man sich das mal anschaut. Nächste Frage ist auch über das Thema Bewerbung. Kann man den Delta-Test, ich gehe mal davon aus, das ist der Studierfähigkeitstest, den man für die Bewerbung zum Studium benötigt, auch nachreichen? Also da wir jetzt das DH-Studium ja ein bisschen, beziehungsweise das Assessment Center umgebaut hatten, wir hatten eigentlich immer angefordert, das muss vorliegen zur Bewerbung oder Bewerbungsende und das können wir jetzt immer noch bejahen. Also Bewerbungsende ist der 30. August und bis dahin sollte die Bewerbung vorliegen. Also wenn Sie vorher zum Assessment Center eingeladen werden, dann braucht es da oder zur Bewerbung jetzt nicht zwingend vorliegen, aber spätestens zum 30.8. Genau. Und alles, was schon bei der Bewerbung dabei ist, hilft uns, das einfach gesamthaft zu sehen, ist für uns angenehmer, aber kein Hinderungsgrund. Also gerne bis 30.8. nachliefern. Ich meine, die Schulen, die sind ja gerade dabei, Zeugnisse anzufertigen. Also die Schulen geben das jetzt raus, aber man kann sich ja auch jetzt schon bewerben mit dem Halbjahreszeugnis. Genau. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Deshalb einfach direkt, wenn wir Sie überzeugt haben, wenn Sie überzeugt sind von uns, dann einfach direkt bewerben. Vielen Dank an dich. Danke. Ich gucke mal ganz kurz in die Regie.
Okay, wir haben alle Fragen beantwortet. Somit sind wir am Ende angelangt. Liebe Schülerinnen und Schüler, meine Damen und Herren, hiermit kommen wir zum Abschluss der dritten Session des ZF Info Night Goes Digital. Wir hoffen sehr, dass Ihnen der Einblick gefallen hat und würden uns natürlich freuen, wenn sich der ein oder andere bei uns bewirbt. Zum Abschluss komme ich noch kurz auf den Bewerbungsschluss für die DH-Studiengänge und unsere IT-Ausbildungsberufe. Das ist der 31. August mit dem Bewerbungsstart nächstes Jahr im September. Sollten Sie die letzten Sessions zum Thema Ausbildung und DH-Studium verpasst haben, habe ich gerade schon gesagt, können Sie das auf YouTube jederzeit nachschauen. Auch die heutige Session laden wir auf YouTube hoch. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie sich bei uns bewerben und wir uns auf der anderen Seite der Kamera eventuell wiedersehen. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung. Tschüss!